jedes einzelne neu verkaufte Kunststoffboot ist ein weiteres Problem in ein paar Jahrzehnten, dass man sich um einen großen Refit oder Recycling Gedanken machen muss, als die Großserienschiffe oder die Wakeboard-Boote, die halt nach 10 Jahren ausgedient haben, die du dann wegschmeißen kannst. Also so. Deswegen Greenboat, die haben es ja quasi vorgemacht, die im Prinzip aus Naturfasern und auch nicht künstlichen Epoxidharzen, also aus natürlichen, großen Anteil aus natürlichen Ressourcen, die Boote herstellen. Und das, glaube ich, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ist das Einzige, was auch in Zukunft die Bootsindustrie am Leben erhalten wird, weil so weitermachen wie bisher geht einfach nicht. Es muss zum Anspruch werden.